Herzlich willkommen, Mü und Egi, in der Müller und Egerer Historienausstellung. Wir freuen uns, dass ihr uns heute mit eurem Besuch beehrt. Macht euch bereit für einen Einblick in 75 Jahre Firmengeschichte. Der Ursprung der Müller und Egerer Bäckerei Konditorei GmbH reicht zurück bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. In der Nachkriegszeit, genau gesagt im Jahr 1948, gründeten Hanna und Johann Müller ihre Handwerksbäckerei Müller in Grischstede bei Bad Zwischenahn. Hanna kommt gebürtig aus der Bäckerfamilie Ackermann. Schon ihr Vater und Onkel waren mit ihrer familiengeführten Bäckerei Ackermann in Warnbeck tätig. Regelmäßig fuhren sie mit ihrer Bäckereikutsche über die Dörfer, um die umliegende Nachbarschaft mit frischen Backwaren zu versorgen. Aber nun zurück zu Hanna und Johann. Die Nachkriegsjahre und die Eröffnung der Bäckerei waren anstrengend, aber auch gewinnbringend. Andere Zeiten, andere Sitten. Wie zu dieser Zeit üblich, lebten die Bäckergesellen mit im Geschäftshaus der Familie. Man munkelt, dass Hanna immer ein wachsames Auge darauf hatte, dass die Männer und Frauen stets in getrennten Räumen schliefen. Allen Anschein nach gingen die Strategien des Ehepaares auf allen Ebenen auf, denn das Geschäft entwickelte sich prächtig. Aufgrund der wachsenden Nachfrage wurde ihre Bäckerei 1954 das erste Mal umgebaut und bis 1962 mehrmals vergrößert und modernisiert. Die Backstube befand sich in diesen Jahren mitten im Ort am neuen Standort Raschstede. Auch privat lief es für die beiden gut. Aus ihrer Ehe sind drei Töchter hervorgegangen: Edda, Insa und Sigrun. Edda spielt an dieser Stelle eine besondere Rolle, denn sie wird das Bäckereiunternehmen gemeinsam mit ihrem Mann Wilfried Egerer 1979 übernehmen. Mit dem Übergang in die zweite Generation erfolgte auch die Umbenennung in den bis heute bekannten Namen Müller und Egerer. Edda bereicherte Müller und Egerer über die Jahre immer wieder mit ihren kreativen Ideen. So designte sie auch den Schriftzug, der sich bis heute im Logo befindet. Seither zieht sich die Kombination aus handwerklichem Know-how und Betriebswirtschaft durch die Generationen. Neben seinem Vater Wilfried studierten auch Sohn Jan Christoph und Enkel Julian Betriebswirtschaft. Mit Jan Christoph Egerer, Sohn von Wilfried und Edda, ging das Unternehmen in den 90ern in die dritte Generation über. Der neue Standort an der Brücke im Raschsteder Gewerbegebiet Leuchtenburg, der auch heute noch Familienhauptsitz ist, legte 1994 die Weichen für die stetige Expansion des Unternehmens. Jan führte das Unternehmen in den dann folgenden über 20 Jahren mit viel Ambition und einer klaren Vision zu immer größerem Erfolg. Auch privat hat Jan expandiert. In den 90er Jahren kamen Julian und Vivian zur Welt. Die vierte Generation und damit die Nachfolge des Familienunternehmens war gesichert. 2022 steigt Julian Egerer in das Familienunternehmen mit den nun mehr als 65 Filialen in Niedersachsen und Bremen als vierte Generation ein. In den vergangenen zwei Jahren hat sich Müller und Egerer aufgrund der wirtschaftlichen Herausforderungen durch die Pandemie immer wieder beweisen müssen. Mit Lernbereitschaft, Herzblut und Engagement konnte Müller und Egerer diese schwierige Zeit allerdings ins Positive umkehren. Bestehende Strukturen wurden geprüft, Fundamente verstärkt und sich auf die eigenen Stärken berufen. Besonders dank einer zuverlässigen internen und externen Zusammenarbeit sowie der Fähigkeit, sich an neue Situationen anzupassen, konnte dieser Erfolg realisiert werden. Aber was wäre Müller und Egerer ohne Handwerk und seine mehr als 65 Filialen? Richten wir zum Abschluss dieser Historienwand den Blick zuerst auf das Herzstück des Unternehmens, die Backstube. Hier arbeiten viele fleißige Hände täglich, das heißt 24 Stunden, 7 Tage die Woche am vielfältigen Produktsortiment. Auch in unseren Filialen sind unsere engagierten Teams an jedem Tag der Woche für unsere Kunden im Einsatz und repräsentieren unser Unternehmen nach außen. Wenn viele Menschen zusammenkommen und an einem Strang ziehen, kann viel bewegt werden. Wir verbinden das traditionelle Wissen des Bäckerhandwerks mit modernen Prozessen. Wir verstehen uns als modernes Handwerksunternehmen, das eben genau diese beiden Welten zusammenbringt und tagtäglich lebt. Besonders stolz sind wir zudem auf unser gemeinsam erarbeitetes Leitbild. In den Jahren 2020 und 2021 haben wir in mehreren Workshops die Werte unserer Unternehmenskultur festgelegt. Freude, Respekt, Wertschätzung, Mut zur Ehrlichkeit, Loyalität und Verantwortung und Vertrauen. Ein gemeinsames Wertesystem stiftet Identität und gibt uns einen Rahmen für unser Miteinander und unsere betriebliche Zusammenarbeit.
So gewinnen wir als Gemeinschaft Stabilität und rücken näher zusammen. Durch gemeinsame Werte haben wir ein definiertes Ziel vor Augen und die Möglichkeit, uns zu reiben und zu entwickeln. Im Juni 2022 haben wir unseren Bemühungen, ein mindestens klimaneutrales Unternehmen zu werden, eine neue Deutlichkeit verliehen und ein internes Nachhaltigkeitsmanagement aufgebaut. Unsere Nachhaltigkeitsmanagerin arbeitet seither eng mit unserer Geschäftsführung und Vertreterinnen aus allen Unternehmensbereichen zusammen, um die Weichen für unser Ziel zu legen. Unsere Bestrebungen ergänzen wir gerne mit Hands-on-Projekten, wie unserem Bienenprojekt. Im Rahmen dieses Projektes haben wir uns in den Jahren 2020 bis 2022 dafür engagiert, das Bewusstsein für den Bienenschutz in unserer Region zu stärken. Wir haben Freiflächen, die uns von Freiwilligen zur Verfügung gestellt wurden, bienenfreundlich bepflanzt, mit der niedersächsischen und lokalen Politik gesprochen und unserer Kundschaft in den Filialen Honig von regionalen Imkern und kostenloses Saatgut zur Verfügung gestellt. Mit Selbstreflexion, Mut zur Veränderung und einem starken Team starten wir in eine eindrucksvolle Zukunft voller wertvoller Momente. Euch nehmen wir natürlich mit. In den Weltraum. Nehmen Sie Platz und machen Sie es sich bequem. Aha. In Kürze starten wir. Ihre Werte werden geladen. Freude wird gelebt. Loyalität wird gehalten. Verantwortung und Vertrauen werden gewährt. Wertschätzung wird ausgeschüttet. Respekt wird gezollt. Mut zur Ehrlichkeit wird gefördert. Check-in abgeschlossen. Shuttle startet in 3.